Hallo, Leute. Willkommen zurück und ich habe mir gedacht, wir machen erstmal den Boden hier fertig. Also bevor wir Raum von Raum eigentlich fertig machen eher. Obwohl ich erst schon beim Überlegen bin, ob ich nochmal eine der Wände aufreiße und jetzt sogar noch ein bisschen erweitern tue. Oder ob ich mehrere Häuser von dieser Art mache. Eigentlich sollte sowas zum Wohnen hier werden. Aber ich habe mir so gedacht, das mache ich jetzt als Gemeinschaftsort, das hier. Jo. Oh. Dann mal gleich wieder hin. Wenn ich mal nicht so zwischendurch kommentiere, heißt das, dass ich mich hier eher konzentriere. Jetzt scheint hier doch gleich eins von den Viechern reinzukommen. Und damit, ja. Runter, halt gesagt. Wo kommt die denn diesmal? Ich will hier keine, sagen wir mal, Spiders im Haus haben. Mal gucken, dass ich die irgendwie ausstellen kann. Die gefährlichen Mods. Ich werde sowieso gucken, ob ich das eher auf den Server umstellen kann, das hier alles. Wenn es klappt, habe ich ja schon angedeutet, mache ich das auf öffentlich. Sonst können nur eben die mit einem Microsoft-Konto mit mir zusammen spielen. Ach, der Typ mit seinem Namen, was ist mehr da? Und das stört mich nicht wirklich. Hey, bleibt der, wird das als offene Halle auch genutzt? Mal gucken. Wie ich das mit dem Haus ein bisschen regeln tue. Eins werde ich wahrscheinlich als Schlafraum für Besucher nehmen.
Oder eher als Abhängort und Küche. Aber habe ich mir eher gedacht gehabt. Und dass ich wahrscheinlich nochmal Häuser mache. So ein bisschen auszugestalten. Als für die Schlafräume. Ganz gut aus. Diesmal können wir wahrscheinlich dann schon das Dach anfangen. Die Möbel einrichten, denke ich mal. Und ein bisschen. Oh. Okay, jetzt habe ich das hier tatsächlich abgerissen. Das gibt's doch nicht. Jedenfalls können wir wahrscheinlich jetzt mal Dach, die Einrichtung so ein bisschen machen. Lichtquellen. Und mal sehen, Schlafhütten dann werden wahrscheinlich extra gemacht werden. Und dann bin ich mir noch nicht sicher, wie es weitergeht. Ich habe erstmal noch so grob in Planung, vielleicht mit einem Hof anzufangen, wie Hoftor und ja. Und den passenden Zaun dazu. Ich muss so gucken halt, wie ich damit was mache. Deswegen wird wahrscheinlich jetzt hier kein Zwischenbereich reinkommen. Was ihr hier seht von der Seite, würde ich den gerne lassen, den Boden. Ja. Obwohl, nee, komm.
Ach, okay, da bleibt sogar ein kreativer Modus. Das ist okay. Mit dem Dach müssen wir auch noch anfangen, sehe ich gerade. Der wird dann wahrscheinlich auch in der nächsten gleich mitgemacht werden. Dach und Einrichtung und so weiter. Mal sehen, was ich schaffe. Ist dann wahrscheinlich den Pferdestall bauen? Mal gucken. So eine grobe Idee habe ich nämlich schon, wie es laufen wird. Aber da muss ich auch erstmal meine Berechnung im Kopf ein bisschen berechnen, was das angeht. Denn hier wirklich von der Seite zumachen wollen. Gucken wir mal, ob wir es da noch ein bisschen verbessern können, würde ich sagen. Glaube, ich bin eigentlich so weit zufrieden. Ist nur wegen Türen und Fenster gucken. Wenn hier doch jemand einbricht, während hier dunkel ist, dann muss ich halt gucken. Da wird alles dicht gemacht. Greift hinten Vieh mich an. Raus. Sag mal. Das Vieh ist aber jetzt gerade ganz schön auf mich zugelaufen. Ob mich angreifen wolltet, war ein bisschen eigenartig.
Oh Mann, ich werde mal das Lama beschützen. Geh weg! Komm mit. Und dann mir gut. Weg. Ich bring dich nachher raus, wieder Lama. Aber hier bist du aber erstmal sicher. Außer Pferde kann man ja auch Lamas halten, so als Nebensache. Und das brauchen wir sowieso später. Komm mal her, du. Du bleibst da. Wir wollen ja jetzt erstmal bauen und außerdem glaube ich mal, dass sowieso eine Menge von den Lamas mit der Zeit kommen werden, denke ich mal. Moment mal. Mir fehlt was. Ich gerade. Da hatte ich jetzt nicht fast wieder einen Fehler drin gehabt mit dem Bauen. Runter. Komischerweise immer denn, wenn ich irgendwo stehe oder was machen wir, taucht irgendwas auf. Hey, kümmern wir uns ja jetzt noch schnell um die Beleuchtung, wenigstens, dass da drin nicht so dunkel ist, wenn ich die Türen und so einbaue. Weil Lama nämlich wenigstens auch erstmal reinholen.
Okay, das lassen wir mal hier stehen. Tür. Die Hacken. Das reicht erstmal hier. Und hier nochmal ein bisschen mehr Licht. Dann haben wir hier wenigstens das erstmal fertig. Ach ja, ist ja, da darf ich nichts auf. Muss woanders hin. Das darf ich immer hier nebenbei aufräumen. Komm bloß da runter, du komisches Ding. Kann ich dich da quetschen? Du kommst auf jeden Fall mal in das nicht gezähmt Gehege. Falls hier was auftaucht. Aber hier bist du wenigstens mal geschützt. Ich baue ein bisschen höher. Ja gut, da wird ja wohl eine Strin kommen, oder? Kann ich mir nämlich als nächstes mal die Fenster holen?
Ach, Glas. Spike ist jetzt wirklich aber ein bisschen doof gewesen. Ja, ich gucke gerade. Sie wird ein bisschen komisch aussehen. Besser als gar nicht. Ja? Dann mache ich hier drei Fenster rein. Hier auch. Auf der Seite wäre zwei jeweils. Geh weg. Blöder Creeper. Eck. Nein. Ich geh mal ihn wieder weg. Und so. Drei Fenster. Auch hier drei draus. Das sieht schon mal ganz gut hier aus. Werde ich das wegräumen? Und dann hol ich mal schon mal Dachzeug, würde ich sagen. Erst erster. Dach muss ich mal gucken, wie ich das anfange. Hätte ich. Egal, ich nehme mal das erstmal, dann gehe ich mal in. Okay. Und ich brauche dann Treppen. Ein Ding.
Weil ich hier eine Art Weg noch machen wollte, sowieso. Lass mal erstmal die Länge. Und dann würde ich sagen, mit diesem Anblick, dass ich mich dann erstmal für diese Folge abschiede und bis zum nächsten Mal sage, ciao.